Moin moin, liebe Retro-Freunde, schön, dass ihr mal wieder bei mir vorbeischaut. Heute mit Moto Racer World Tour. Wie angedroht, bereits beim letzten Mal. Ich werde die Serie vervollständigen, habe gesagt, der PlayStation 1 Titel fehlt noch. Und die Musik ist weg. Weil, ja, Technik, die begeistert, oder wie war das? Ja, achso, okay. Wir kriegen jetzt eine Demo zu sehen, ist auch schön. Ja, wie gesagt. Deswegen, wie gesagt. Hä? So ein Stuss. Nee, ich wollte die Serie vervollständigen. Und hier haben wir den letzten und fünften Teil. Wenn auch natürlich nicht unbedingt chronologisch korrekt. Aber wir haben auf jeden Fall alle einmal gesehen, abgedeckt, angezockt und nicht unbedingt immer für gut befunden. Nicht wundern, es ruckelt einfach, weil das Spiel ruckelt, nicht weil meine Kiste das hier nicht schafft. Nur um das bei ihm zu korrigieren. So. Loading. Loading, ding, ding, ding. The Memory Card wird überprüft. Ladevorgang. Ja, ich musste ja schon mal grob einrichten, dass wir bis auf eben gerade aber sonst keine Musik hören, weil sonst gibt es ja wieder mal Schwierigkeiten mit YouTube. So. Sound. Ja, genau. Ah, man will immer Kreis drücken. Wenn man. Das ist man mittlerweile auch gewohnt, dass man Kreis drückt zum Zurückdrücken. Damals musste man nur Dreieck drücken, selbst zu PS2-Zeiten noch. Normal Profi. Ja, wir spielen lieber auf einfach, weil. Ja, rechten sondern gibt's auch, aber ich hatte Schwierigkeiten, das korrekt zu laufen zu bekommen. Dachte mir dann, hey, was soll's. Machen wir es im klassischen 4:3, wie es wahrscheinlich so ziemlich. Jeder von euch auch gespielt hat. So, was haben wir denn hier? Training gegen die Ureinzelrennen und Meister. Verkehr, Dragster, Freestyle, Try geht nicht, weil. Schade, weiß man nicht. Muss man Training machen? Wir spielen einfach mal Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie lange das hier geht. Macht es Unterschied, welches Team wir nehmen? Wir nehmen mal das P, weil das ist wenigstens wie Pettybox. So, wir haben hier. Also. Quasi die Grand Prix-Reihe Dirt und gemischt. Wir fangen einfach mal mit 250 Kubik an. Automatik. Box. Was gibt's denn in der Box? Gangschaltung. Wow. Okay. Man kann bis zum gewissen Grad tatsächlich sogar das alles individualisieren hier. Powerkurven. 128 PS. AU. Was heißt. Und wir waren bei knapp 11.000 Drehungen. Mehr Leistung bei. Achso, sehr gekoppelter Motor, durchschnittliche Leistung mit weiter Umdrehungs pro Minute Spanne. Gekoppelter Motor, recht gute Leistung mit weiter. Ausgeglichener Motor, gute Leistung. Sehr gute Leistung, eingeschränkter Umdrehungsspanne. Ja, wie man sieht. Aber da haben wir mehr PS, ne? Wir nehmen mal den zweiten. So, Reifen, Federung, mittelhart, weich. Mittelhart, weich. Aber wir lassen das mal so. Und starten wir einfach mal das Rennen und gucken mal, was so passiert. Ich bin mal gespannt, wie sich der Quatsch hier spielen lässt. Ja, ich hoffe, ihr seid von den grafischen oder mit den grafischen Einstellungen zufrieden. Okay. Das Motorrad klingt schrecklich. Gleich zu Beginn. Ich habe versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen. Ach. Ja, irgendwie noch die Originaloptik waren, aber trotzdem nicht so wie. Ja, viele sagen würden, Augenkrebs zu bekommen. Was auch immer Augenkrebs ist. Gibt es Augenkrebs überhaupt? Man weiß es nicht. Okay, einmal angestupst und weg ist er. Ja, ansonsten fährt sich. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, relativ realistisch. Also weniger arcadisch als die anderen bisher. Aber ich bin noch Vierter. Was ist da los? Geht doch. Okay, da guckt man nach hinten. Gibt es denn hier auch wieder sowas wie ein Wheelie machen? Oder ein Boost oder so ein Kram? Sag mal. Ich dachte, ich spiele aber einfach. Nö. Egal welchen Knopf ich drücke, nö. Gibt es da wieder Kameras? Ja. Oh, wir haben. Was heißt das oben rechts?
schlechtes WLAN-Signal oder was soll das heißen? okay. Ja, näher dran, noch näher dran. Oh! Jetzt war ich so abgelenkt. Verdammt. Ja komm, steh auf, heute noch. Es gibt sogar mal wieder eine Cockpit-Perspektive. Die auch ehrlich gesagt gar nicht mal so kacke ist. Also, der Drehzahlmesser funktioniert. Wir haben eine Geschwindigkeitsanzeige, die funktioniert. Kann sogar sehen, wer noch verzögert, wie er sogar eine Kupplung zieht. Wow. Nicht übel. Aber das Motorengeräusch ist doch schrecklich, oder? Oh, und eine Kamera ohne alles. Okay, interessant. Ich spiele lieber wieder so. Ja, ist natürlich ein bisschen trostlos, wenn man jetzt ohne Musik fährt. Aber normalerweise ist ja die Musik nicht unbedingt immer ein Problem, sondern nur dann, wenn das lizenzierte Musik ist. Und allein im Intro, deswegen konntet ihr es leider auch nicht sehen, gab es schon lizenzierte Musik, was dann ernsthaft so ein Problem führt, logischerweise. Und bevor ihr das Video gucken müsst, ja, ganz ohne Ton, stumm, oder ich jetzt gar nicht es hochladen kann, wie auch immer, habe ich gedacht, komm, müssen wir wohl drauf verzichten. Ich fahre mir hier aber auch einen Quatsch zusammen. Also, mal davon abgesehen, wir haben es auf einfach gestartet, ja? Und ich bin Fünfter, ich meine, ich fahre nicht mal im Ansatz gut. Aber, krass. Wo die anderen Spiele bisher auf leicht immer wirklich, ja, eigentlich fast schon langweilig leicht waren, machen sie einen ganz schön fertig. Komm schon. Nein! Na, komm schon. Ja, so ist fein. So geht's. Also, den vierten Platz zu kriegen ist verhältnismäßig. Oh, das war knapp. Einfach. Ich sagte verhältnismäßig. Also, es muss irgendwas. Blinkt da immer auf, wenn wir in der Nähe von dem anderen sind. Heißt es nach dem Motto: Du kriegst gleich Besuch? Ich finde das Spiel auch irgendwie insgesamt ziemlich leise, ne? Ist ein bisschen schade. Ist irgendwie schlecht abgemixt mal wieder. Ja, wir sind Player One. Schön, dass uns das Spiel die Möglichkeit gab, dass wir uns einen Namen aussuchen durften. Gucken wir mal, welche Strecke als nächstes kommt. Oder ob ich direkt verkackt habe. Suzuka. Suzuka kenne ich eigentlich ganz gut. Aus diversen Rennspielen. Gucken wir mal, was so draus wird. Ruckelt erstmal hier ein bisschen. Pink und grün ist aber auch eine Farbe, ne? Aber okay. Ja, ich merke einfach immer wieder, ich bin nicht so der Motorradtyp. Aber ich finde, ja, ich weiß, ich finde es eigentlich immer blöd, aber es ist nun mal so, für PS1-Verhältnisse finde ich es eigentlich recht schick. Also gut, natürlich mal davon abgesehen, dass hier gar nicht berührt. Diverse grafische Verbesserungen sind, vor allem die deutlich höhere Auflösung logischerweise, aber ich finde es gar nicht mal so unansehnlich. Also wenn man sich wieder im Moment daran gewöhnt hat, finde ich es auch gar nicht mehr so schlecht. Das Einzige, was halt nur wirklich am meisten auffällt, was im Grunde am hässlichsten an der PlayStation 1 ist, ist halt dieses ganze Flackern der Texturen und so. Das ist ja aufgrund der fehlenden Z-Achse, aber da gibt es mittlerweile in den Emulatoren auch schon Möglichkeiten, das zu beheben. In manchen Spielen klappt es besser, in anderen weniger gut. Aber trotzdem schön, dass man sowas schon mal mittlerweile hat. Und ich finde, jetzt auf dieser Strecke, wo ich mich auch schon ein bisschen besser auskenne und jetzt auch nach ein paar Minuten fahren, schlage ich mich schon ein bisschen besser. Meine Meinung.
Ja, aber wie gesagt, zu den Grafischeinstellungen, wenn euch da irgendwas nicht gefällt oder so, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, was ihr denn ändern würdet. Ob ihr sagt, nee, mir ist alles so weggezogen, ich mag es lieber original pixelig. Dann könnte man beispielsweise den bilinearen Filter ausstellen. Dann haben wir zwar die schickere Auflösung, wodurch das auch schon mal anders aussieht, definitiv. Aber, ja, halt ein bisschen das original pixelige, ne? Oh Mann, oh. Komm, steh auf. Schneller. Ich meine, irgendwo gehört es auf jeden Fall dazu. Bin ich auch ganz großer Freund von eigentlich. Also eigentlich zu sagen, ja, mach einfach alles in Original, nur eben in einer deutlich höheren Auflösung und fertig, reicht. Andersrum finde ich das aber so auch schon wieder. Ja, ich will mal sagen, ja, ansehnlicher sowieso. Also ich bin mir sicher, dass manch einer sagt so, oh ja, so und so sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ihr könnt auf jeden Fall ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet oder bevorzugt. Ich mag beide Varianten, habe mir gedacht, na, vielleicht spricht diese Variante mehr Leute an, um zu sagen. PlayStation 1 Spiele sehen insgesamt doch gar nicht so mistig aus, wenn mit den heutigen Möglichkeiten. Aber ich mal, um auf die Schwierigkeit zurückzukommen, also ich fahre nicht perfekt, aber ich fahre, finde ich, schon einiges besser als im, oh Mann, oh, jetzt auf der ersten Strecke. Aber man muss schon verdammt gut fahren, um hier irgendwie überhaupt mal ein bisschen Sonne zu sehen. Ach Mann. Okay, also Art einlenken und bremsen sagt das Motorrad, ne, ich hol mal den Arsch und wir legen uns auf die Fresse. Komm schon. Also Fehler darf man sich hier wirklich nicht erlauben. Das ist ja fast schon wieder frustrierend, ne? Auf einfach. Was ist denn auf mittel oder auf schwer? Ist das dann wie im richtigen Motorradrennsport? Nach dem Motto, ja, Fehler machen gibt es gar nicht. Da wird alles nahezu perfekt gefahren und so. Oder... Ich meine, weil irgendwie... bin ich schon wieder nur Vierter. Ja. Kommt noch eine Strecke? Gucken wir mal. Isle of Man. Okay. Kennt man, ja. Habe ich aber so... bin ich noch in keinem Spiel irgendwo mal gefahren, weil es irgendwie nie die Möglichkeit dazu gab. Ah ja, jetzt meckert er sogar schon drauf hier, dass der Zugriff auf die CD zu langsam ist. Also auf die virtuelle CD natürlich. Nicht, dass ich wirklich die CD drin hätte, weil dann würden wir hier ja nur Schwierigkeiten kriegen. Das ist aber auch übel, ne? Ein Stück zu lang gebremst. Da hätte man die Bremsen einstellen können. Ne, die Bremse konnte man nicht einstellen. Und direkt mit dem fünften Platz bestraft und das war's, ne? Auch kein so ein bisschen... für die Spieler positives Gummiband, also dass wenn man viele Fehler macht und so langsam fährt, dass die anderen dann auch nicht so schnell fahren. Nee. Och man, das gibt's doch gar nicht. Steinberg. Was ist Steinberg? Ah, nee. Aber mittlerweile, wie gesagt, zum ersten Teil vor allem, im zweiten war es auch schon ein bisschen mehr. Auch wesentlich mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Bekannte Namen. Aber was bringen mir die ganzen Markennamen? Aber ich meine, guck mal auf die Karte, ja.
Also, der vierte ist im Grunde immer bei mir. Ja. Und die anderen drei, die sind schon eine halbe Runde weiter. Och, Mann, das gibt's doch nicht. Der hätte auch auf die Fresse fliegen müssen. Das Spiel ist doof. Oh, Mann. Das ist voll frustrierend. Man, stell dir mal vor, ihr kauft das Spiel. Denkt, oh, cool, Motorradfahren und so, ganz cool, ja. Fangt dann erstmal an, denkt ihr euch, ja, so wie ich. Ah, will lieber erstmal auf einfach. Sicher, sicher, man kann ja immer nochmal erhöhen, wenn man da Bock drauf hat oder das Gefühl hat, es ist zu langweilig. Und dann kriegt ihr direkt eigentlich einen Schlag in die Fresse, so wie ich jetzt hier. Also bremsen und nochmal bremsen heißt auf jeden Fall lang machen. Also dann, ich meine, ich habe mir jetzt keinerlei Tests dazu reingezogen zu dem Spiel. Aber Frustfaktor ist ja mal wieder hier gigantisch, ne? Zumindest was die KI-Fertigkeit betrifft hier. Oh Mann, ich traue mich schon gar nicht mehr zu bremsen, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache mich dahin gleich wieder lang. Oh, noch eine Runde, oh Mann. Ja, Final Lap. Gut, dass die anderen gleich schon wieder fertig sind mit der Final Lap, aber ist okay. Muss gar nicht sagen, ich traue mich nicht zu bremsen hier. Oder gibt es denn Fort? Das kann nicht angehen. Steh auf jetzt. Ich meine, ist ja schön, dass sie diese Animation drin haben und dass der halt... Ach, da. Ein bisschen Brauch. Ist irgendwie ein bisschen realistischer, aber... Oh Mann, jetzt habe ich so viel rumgespielt. Ich habe die Taste gefunden wie das Wheelie, aber der geht nicht hoch. Man muss ihn da hinten drücken. Ah. Ah, das ist dann der sogenannte Boost, wa? Deswegen auch der grüne Balken. Ah. Kann man hier leider so nicht austesten, weil die ganze Strecke eigentlich nur aus Kurven besteht. Geht das auch für die Bremse? Nee. Ja. Verkackt, würde ich sagen. Müssen wir noch eine Runde oder bin ich jetzt erlöst? Nein, ich bin erlöst. Wir machen wieder P. B. Und ein O. Für die P-Box. Nein, nicht. Komme ich hier wieder raus? Muss man wirklich warten, bis Rendus geht, um Start zu drücken? Tatsächlich. Oh nein, ich habe schon wieder drauf gedrückt. Oh nein. Sonst ist doch Standard immer auf weiter. Warum ist das jetzt auch Wiederholung? Weiter. So. Congratulations, you verkackt komplett. Okay, oder einfach auch mal gar nichts. Wir werden nochmal ein Einzelrennen fahren. Barcelona. USA Park. Sind das alles jetzt Strecken, wo ich mal links fahren kann? USA Park. Ah, es gibt sogar verschiedene Motorräder. 2, 3, 5, 4, 5. Klingt doch gut. Automatik. Rennen starten. Und dann gucken wir mal, wie es im Gelände so abgeht hier. Okay, also, Sound gefällt mir schon mal einiges besser als von dem von der anderen Maschine. Ich muss ganz ehrlich, ich traue mich echt nicht zu bremsen, ne? Whee! Was sollen wir die Feder da oben sagen? Kann ich auch brechen oder ruckelt er gar nicht hier? Oh Mann. Komm, steh auf jetzt. Am besten hat sich auch ein anderer hingelegt. Ach, plötzlich geht das. So, ich muss weg. Ah, nee. Hat sich gerade bewegt, als ich... Ah. Ach, Manno. Wenn ihr das R2 drückt und dann nach hinten, dann kann man sozusagen sich vorbereiten auf einen Sprung. Klingt aber auch ein bisschen wie so ein
Riesiger Schwarm an Bienen oder so, oder? Och man. Das Spiel ist doch doof. Nein, ich bin eigentlich zu doof dazu. Und das Spiel ist einfach nicht meins, ja. Ich bin einfach mehr so für 4 Räder. Anstatt für 2. So, jetzt wisst ihr es. Wer hätte das gedacht? Das kommt unerwartet, ne? Ja. Und warum auch immer der jetzt gerade abgehoben ist. Ach ne, man kann einfach so da hinten drücken. Man braucht gar keine 2 drücken hier. Ah. Drücken wir da hinten. Warten, warten und. Hui! Oh Mann, der andere ist viel weiter gesprungen. Oh Mann. Hätte mich schon wieder lang gemacht. Die 3 Runden wären ja ganz schön anstrengend. Ach, egal. Ihr wisst ja jetzt nun, worum es in dem Spiel geht. Wie das Spiel aussieht. Was euch zu bieten hat. Vor allem eine Frust, wie ich finde. Und, ja, worum es geht. Nicht das, MotoGP. MotoGP, Blödsinn. Motoracer. Der Name nicht schon sagt so, wahrscheinlich geht es da nicht ums Surfen. Aber gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Also nicht von mir, den kann man nicht bekommen, sondern vom Spiel. Und ihr rennt alle jetzt los in den, sagen wir mal, Retro-Laden und kauft euch dieses Spiel und spielt das alle oder so. Ich sollte mal weniger Dünnpfiff lagern. Vor allem lagern, ja klar, habe ich also. Dünnpfiff habe ich in Kisten, weil ich finde dünn. Nein, wir lassen das. Schluss jetzt. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Beim nächsten Video gibt es dann erstmal kein Motoracer mehr, aber damit sind wir durch, auch wenn Teil 4 noch fehlt. Aber was soll ich sagen, Teil 4 habe ich halt nicht. Also kann ich es euch auch schon schlecht zeigen. Viel Spaß noch, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hui. Ich wollte gerade abheben. Jetzt fliegt er mal auf die Fresse zum Ende. Bam. Yeah, baby.